des Hexers in Velen sollte Hendrik sein. Ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Ach, na gut. Dann wollen wir mal mit der Story beim blutigen Baron weitermachen, der so blutig gar nicht ist. Aber ja. Nadezeiten äußern sich in harten Zeiten. So, da sind wir zurück und gehen gleich hin, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Auf ein Wort bitte. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Relikt aus meinen Armeezeiten, verstehst du? Als Philipp, also der Baron, und ich unter temerischer Flagge gedient haben. Ich habe eine Frage an dich. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Aha. Na dann. Eine kleine Fackel, die können wir anzünden. Ja, ist gerade morgen. Das wird nicht gebraucht. Wo ist er? Hier ist er. Der Baron. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die Gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Ja. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Mal gleich zur Sache kommen. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Ja, riecht nach einer Quest. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Kommt auf den Preis an. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Ja, 50 Kronen. Anna? Die habe ich noch nicht. Aber ich bin hier auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut. Ein Mann, ein Wort.
Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Mhm. Ciri-Story-Segment. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden. Da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Das war wohl der Hexer. Naja, das sollte man vielleicht nicht so sagen. Es könnte Ärger geben. Was soll's? In Kaer Morhen. Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Für mich haben sie eine Ausnahme gemacht. Sicher. Meinst du also, du bist eine Hexerin? Eigentlich nicht. Die Mutation. Ich habe sie nicht durchgemacht. Aber alles andere, was ich weiß, habe ich dort von den Hexern gelernt. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Wollte ich auch gerade sagen. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Wir dürfen nicht verlieren. Schwert. Wählen, nördliches Temirion. Sonnenaufgang. Süßer Hase. Oh. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Aufsteigen! Los, Ciri, mach uns keine Schande. Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins. Kleines Rennen. Das sollte ich mal nicht verkacken. Okay, viel schneller rennen können wir aber nicht. Pferdeausdauer ist auch so eine Sache. Sollten wir mal gucken, dass wir hier. Ups! Das werden wir ja sehen! Kacke! Verdammt! Er ist gescheitert! Siehst du? Ey, ich war vorher. Nicht ganz so alt, wie du denkst. Als ob. Mein Glückwunsch. Brauche ich nicht. Verabschiede dich lieber von deinem Schwert. Ich erwarte meine Belohnung. Ich war vorher da. Sie ist nicht wo am Turm. Ich bin. Na das. Noch eine Chance zu gewinnen. Da fordere ich eine Revanche. Im Rennen.
Ich war früher näher am Turm. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge, ich werde auch Anna finden. Oh ja, das wäre mal was. Würden wir überhaupt Karten haben? Schon mal Gwind gespielt? Oh ja, ich gewinne auch noch meistens. Setz dich, wenn du ein Blatt hast. Besiege mich und du kriegst eine meiner einzigartigen Karten. Wie klingt das? Ich weiß nicht, haben wir ein Set? Kann losgehen. Willkommen im Kartensatzfenster. Gewinnspieler verwenden ihre eigenen individuellen zusammengestellten Kartensätze. In diesem Fenster kannst du deinen Kartensatz verwalten. Okay. Du kannst für jede der vier Fraktionen Nilfgaards nötige Königreiche Monster und Skojatel einen Kartensatz zusammenstellen. Verwende 1, 2, 1 und 3, um zwischen den Fraktionen zu wechseln. Zu jeder Fraktion gehören bestimmt einzigartige Karten, die einen bestimmten Spielstil begünstigen. Jede Fraktion hat außerdem einen Fraktionsvorteil. Nilfgaard gewinnt alle unentschiedenen Runden. Nördliche Königreiche erhalten nach jedem siegreichen Runde eine Extrakarte. Oha. Skojatel entscheiden, wer die Partie eröffnet. Monster behalten nach jeder Runde eine zufällig ausgewählte Karte aus dem Schlachtfeld. Die nördlichen Königreiche klingen für mich am interessantesten. Fürs Erste. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Drücke X, um die Anführer zu sehen, die für die aktuell ausgewählte Fraktion verfügbar sind. Anführerkarten. Drücke Eingabe, um die markierte Anführerkarte auszuwählen. Jeder Anführer hat eine einzigartige Fähigkeit. Setze sie ein, um das Schlachtenglück zu deinen Gunsten zu wenden. Anführerkarten, die du nicht besitzt, sind gesperrt und werden freigeschaltet, wenn du sie erlangst. Karten, die sich derzeit im Kartensatz dieser Fraktion befinden, erscheinen hier. Ein Kartensatz muss aus mindestens 22 Einheitskarten bestehen. Es kann außerdem bis zu 10 Sonderkarten enthalten. Du kannst auch mehr als 22 Einheitskarten in deinem Satz haben. Verringerst damit allerdings die Wahrscheinlichkeit, deine mächtigen Karten zu ziehen. Dein Kartensatz benötigt noch 2 weitere Einheitskarten, wie die von den roten Zahlen angezeigt wird. Aufbau eines vollständigen Kartensatzes. Du musst 2 Einheitskarten aus deiner Sammlung links in die aktuellen Kartensatzfraktion rechts verschieben. Okay. Jetzt kannst du mit Escape das Kartenfenster verlassen. Wenn eine Gwind-Partie ansteht, beginne sie mit Leertaste oder brich mit Escape ab. Okay, jetzt haben wir genügend. Sonderkarten 8 von 10. Ich glaube, das reicht jetzt fürs erste Spiel. Ja, ich habe noch keine Karten gekauft. Die gibt es immer bei den Tavernen und so weiter zu kaufen, aber hielt ich noch nicht für nötig. Und da können wir vielleicht irgendwann, wenn wir mal Geld haben, machen. Spiel starten. Okay, der Gegner beginnt. Strömender Regen. Setze die Stärke aller Belagerungskarten bei der Spieler auf 1. Jetzt Runden beginnen. Der Gegner ist am Zug. Ein einfacher Soldat.
Da setze ich einen einfachen Soldat dagegen. Gottverdammte Infanterie. Bin Kriegsveteran, eine Krone. Dein Gegner ist am Zug. Den zweiten Kämpfer. Ich bin am Zug. Dann setzt den noch nach hinten. Okay, jetzt hat er schon drei da vorne. Ah, ich verstehe. Ich glaube, die sollte ich mir für später aufheben. Er ist 9. Ich habe 2. Vielleicht doch mal. Der Gegner ist am Zug. Der Gegner passt. Du bist am Zug. Dann setze ich noch eine Bogenschützin hier rein. Sabrina Glevesing, Tochter der Wildnis von Caitlin. Gepasst. Kannst du jetzt weiterspielen oder wie? Hat das Spiel hier noch nicht ganz so hundertprozentig kapiert. Was passiert, wenn ich den König einsetze? Anführerfähigkeit. Durchsuche dein Nachziel. Stapel nach extrem dichter Nebel. Spiele die Karte sofort aus. Okay. Warum nicht? Okay, hier haben wir extrem dichten Nebel. Okay, nun. Hier haben wir was. Gutes Wetter, die Sonne scheint. Trommel, die Sonne scheint. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung. Setz das ein. Ich habe jetzt meinen eigenen Effekt ausgepackt oder wie? Okay, ich setze mal den hier. Ah, jetzt haben wir 772. Bogenschützen hier. Den auch noch. Du hast die Runde gewonnen. Sehr schön. Achso, zweite Runde. Na toll, die werde ich dann natürlich verlieren. Und das ist jetzt mein Nachziehstapel. Okay. Du kannst legen oder nachziehen. Und dann muss ich erstmal legen. Enge Bindung. Lege diese Karte neben eine Karte selben Namen und die Stärke bei der Karte zu verdoppeln. Okay. Runde gepasst. Wir gehen erst am Zug. Okay, der hat einen Fünfer. Der Gegner hat die Runde gewonnen. Wie? Ich verstehe das Prinzip jetzt hier gerade nicht. Der Gegner ist am Zug. Okay, einen ganz harten Zieter. Den hat die Runde gewonnen. Wie? Okay, ich verstehe das Gewinnspiel nicht. Da müsste man, wenn jemand im Chat ist, könnte es mir mal erklären. Die erste Runde habe ich gewonnen. Auch schon beim ersten Mal, wo ich es gespielt habe. Warum habe ich jetzt die zweite und die dritte Runde verloren?
Gegner 5 und ich konnte ja nur die 1 legen oder konnte ich auch eine andere Zahl legen. Was hatte ich da für Chancen? Bei dir ist Topfen und Malz zwar nicht ganz verloren, aber du musst an deiner Technik arbeiten. Komm doch mal wieder vorbei, dann spielen wir noch ein Ründchen. Okay. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot! Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr und daher auch nichts mehr zu verraten. Die nilfgaardische Garnison vor Ort, sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Aha. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos, uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Ah ja. Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern gebe ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Na gut. Bis dann. Also nächste Quest. Finde Tamara, die Tochter des Barons in Ochsenfurt. Okay. Kater. Was? Was zum... Na dann. Hol den Sonderling raus. Geht's raus. Ich glaub, der Sonderling ist der Kenner. Na und? Also muss mir jetzt gehen und ihn wecken. Hier sind wir falsch. Hier ist nichts für dich. Ich hab gehört, hier ein bisschen von der Bockwurst. Wie komme ich hier raus? Ah, hier komme ich raus. Warte, Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Mhm. Okay, auf geht's, würde ich sagen. Wollen wir die Straße unsicher machen? Barriere. Vielleicht machen wir ja fette Beute. Besser als rumzusitzen und uns am Arsch zu kratzen. Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch kriegst? Plötzer. Wer gekommt? Wie können wir denn den Greifenkopf endlich mal loswerden? Du musst doch inzwischen schimmeln und gammeln. Na dann auf. Sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Oder Stich. Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Okay. Er droht und enthauptet. Auf zum Kampf! Da gibt's Sidequests. Die mach ich dann, womit der Baronsstory zu Ende sind. Sidequests. Nach der Hauptstory. Also ich werde erstmal, also ich werde zwischendurch, also ich werde dem Baron seine Tochter zurückbringen und dann
Und werden wir schauen. Ciri wird jetzt wahrscheinlich noch nicht zurückkommen. Das wird die Quest der ganz gesamten Geschichte sein. Die wird noch ein bisschen brauchen. Ich werde jetzt erstmal die Tochter, die Quest, die Familienangelegenheiten klären und dann. Und schauen wir uns mal die Sidequests an. Kann man davon vielleicht noch ein, zwei erledigen. Wie wir Bock drauf haben. Alle Sidequests, naja, mal schauen. Werde ich bestimmt nicht machen, wenn mir zu langweilig wird. Ich meine, die Sidequests wieder auf und macht bei der Story weiter. Hier angelt jemand, hier hat jemand einen Ausguck. Schaut jemand im Fernrohr. Gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Ehrbares Träne, Iragabla. Hey! Esse Moran Arbeit wer? Oh, Moran. Pferde. Und weiter nach Norden, wenn ich richtig sehe. Relativ nach Norden. Dann kommt mal ein bisschen Galopp. Verdammt, ich wollte mir eine Reh schlachten. Oha, Gegner. Dafür steige ich gern ab. Wow, gespalten. Zwei gespalten. Okay, Sidequest erfüllt. Noch looten. Ertrunkenen hören. Von den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Aha, jetzt herrscht wieder Leben. Ist ja faszinierend. Die Götter dich schützen. Das war wohl eine Sidequest, die ich unwissentlich. Kann ich mir irgendwas als Belohnung mitnehmen? Eine Wasserflasche. Was denn? Ich hab mir doch nur meine faire Bezahlung. Eieiei. Du hast Geld verloren. Na toll. Hey, ich habe euch hier gerettet. Dann wollte ich mir ein bisschen was mitnehmen. Dann gehen wir halt. Ich habe euch die. Als Dank, dass ich euch die. Ertrunken vom Hals gehalten habe. Thank you.